Moin moin Leute und seid sehr herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge mit dem lieben X-Rovelix, Alex. Guten Tag. Dass du sagst, Alex, hätte ich jetzt gerade fast vergessen. Wir haben hier, wie ihr vielleicht seht, zwei neue Trucks. Und ja, den fahren wir jetzt erstmal eine Tour. Ich würde sagen, Tagfahrlicht können wir anlassen, hab ich so gehört. Ich muss nach Santa Cruz und du musst nach Huron, ne? Mhm. Okay. Und ich fahr grad, falls dem anderen auffällt, gerade mal mit. Hallo. Ja, Alex, also das hat mein LKW jetzt mal gerade nicht gespürt, dass du mir hinten drauf gefahren bist. Der hat sich schon Kollision an. Ja. Bei mir bin ich durchgefahren. Wow! Oh no. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, war, ob vielleicht fällt dir jemand auf, dass ich jetzt gerade hier mit drei Bildschirmen fahre. Alter, ne? Seht ihr vielleicht, habt ihr vielleicht ein bisschen besseres Umfeld, Sehumfeld. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und ich weiß nicht, wo der Alex hängen geblieben ist. Wo bist du? Ja, dieser Typ ist mit Beine reingefahren. Okay. Rechts rum. Ich fahr mal ein bisschen langsamer weiter. Wow. Oh, nur 60, ist ja nicht. Oh, jetzt gibt's Gas hier. Ich glaube, du hast den besten Motor, oder? Mhm. Ich habe den zweitbesten. Du fährst auch mit H-Schaltung, ne? Ja. Wann schaltest du auf? Also auf wie viel Drehmoment? In der Mitte von 20 und 25. Ich auch. Du fährst auch H-Schaltung oder was? Mhm. Du bist ja immer Automatik gefahren, war ja sonst für dich nicht so. Ja. Für den lieben Alex zu anstrengend, sagt er. Aber was ich halt so ein bisschen blöd finde, hast du auch diese Sonnenblende da dir gekauft? Die dicke? Ja. Nee, ich hab mir die erst geholt. Weil sonst sehe ich nichts. Er wollte gerade sagen, Ewe sieht das wie gar nichts. Ah, dann habe ich, wenn du dir diesen Fliegenfänger mal vorne holst an dem Motor. Ich sag jetzt mal Fliegenfänger. Achso, das ja. Hab ich auch. Und dann noch diese dicke Sonnenblende, dann siehst du eigentlich fast gar nichts. Deswegen habe ich mir diese dicke weggemacht und diese einfache geholt. Ja, beide. Ich glaube, ich mache mir die Sonnenblende da oben mal weg. Schon so ein bisschen. Ne, brauche ich jetzt nicht. Sieht ein bisschen auch nicht so aus. Aber die Free Fast Kills? Ja, ich habe gerade kurz aus Perspektive geguckt. Oh, wir haben 30 Grad draußen, sagt er. Joa, kann man durchaus mal machen. Was hast du für ein Inneninterieur? Also mit Holz oder mit diesem schwarzen? Mit Holzplastik. Finde ich irgendwie schöner als dieses. Ich glaube, lackiert ist das. Also ich glaube, das auch lackiert ist kein Glück. Richtiges Holz, glaube ich nicht. Nicht von aus. Ja, wow, schwer. Wieso fährt denn hier so langsam? Was ist denn los hier? Der leckt aber auch ganz schön rum. Guck mal, was ist denn hier los? Wieso fahren die in so einem Schneckentempo? Vielleicht warten die auf einen. Keine Ahnung. Weil, ja, das sieht so aus, als ob die alles ein Konvoi wären. Einfach mal links blinken. Ja, die haben alle dasselbe Repaint. Also ich gehe dann deswegen mal davon aus, dass die in einem Konvoi fahren. Einer, kann man, weiß ja, man kann ja auch auf den Tankstellen
abladen, hat man manchmal ja auch seine seinen Auftrag zu einer Tankstelle hin, ne? Ja, weiß ich nicht. Und jedenfalls war das so, dass einer mal von meinen Freunden reported wurde, also von dem Beweisvideo gemacht, wie er einfach auf einer Abladestelle stand, auf der Tankstelle, aber das ist ja nur das ist ja Kollision an, ne? Mhm. Und er wusste das nicht, er war einfach nur AFK, ne? Deswegen wurde er dann gebannt. Gut, jetzt rechts, ne? Ja. Du auch? Mhm. Wenn der Typ mich jetzt nicht vorlässt, ne? Oh, kommt dann rein. Alex ist auf dem Schlag gefahren. Naja, ich muss aufpassen auf mich. Spannend. Ah ja, hat Alex auch so weit. Alex, wo ist dein Tag von dich? Das geht doch gar nicht. Wo ist Haus dein nicht. Tag? Oh, hast du, guck mal hinter dich, guck mal hinter dich, guck mal ganz kurz hinter dich. Ja? Oh! Du Vogel, Alter. Guck mal kurz hinter dich mit der Freecam. Hättest du das denn gemacht, was jetzt passiert? Ja. Ein fetter Zusammenprall. Ja, also Alex, wie... Ich glaub, der hat die Kurve überschätzt. Wie viel bist du kaputt? Ich bin gar nicht kaputt. Halt die Fresse, ich bin 9%. Aber ich heule nicht gleich rum. Ich auch nicht, muss ich auch nicht. Nein, du doch nicht. Weil ich auch nicht kaputt bin. Alex aggressiv. Hä, hey, gar nicht? Ja, ja, hey, gar nicht. Jetzt fahr ich dir weg. Wo ist dein Tagfahrlicht, Alex? Ich seh dich sonst nicht. Ah, jetzt seh ich dich mehr. Ja, okay, ist gut, ich sehe dich. Tagfahrlicht reicht. Nein, ich will, dass diese Dinger hier weggehen. Nö. Ah! Ich fände es besser, wenn die mal Kollision hin. Ich fände dich authentisch irgendwie cooler. Falsche Richtung, oh. Ach, Alex, du fährst auf der falschen Seite. Merkst du es nicht? Mhm. Wir fahren sowieso wieder 110, also ist unnötig. Du kannst dich nicht überholen. Wir fahren auch welche. Einfach erstmal anhupen, einfach so mit Lichthupe. Ey, was macht ihr denn? You stupid. Boah, also die fahren ja hier auch alle. Alex, haben die alle, einfach alle ein Beispiel an dir genommen, oder was? Mm-mm. Also ich kipp keinen Fahrunterricht. Ja, die ist auch gut. Die fahren. Wow! Mutti, Hilfe! Was für ein Idiot! Was für ein. Ich bin durchgekommen! Vollidiot, Alter! Den Report hier ist das Arsch. Wow, diese Hügel hier. Jump. Gamer, Guy, bla bla bla. Junge, du! Alter! Boah, Alter, was ist denn hier los? Achtung, da kommt so ein kleiner Blauer, der kann auch nicht fahren. Ich habe jetzt einfach 4% am LKW. Oh, heul nicht, Alter. Solange nicht an der Fracht, das ist ja eigentlich alles egal. Guck mal, der ist niedlich. Der ist... Er ist ja genauso wie der andere. Da kommt auch eine Werkstatt. Da kommt einfach... Will der mich jetzt gerade komplett verarschen? Sollen wir zu diesem, sollen wir zu Dingens fahren, zur Werkstatt hier? Ja, von mir aus. Alter, wie sind das hier wieder, Leute? Der fährt einfach gegen mich und der geht nicht wieder mal weiter. Hallo, Scheißendreck. Du musst unbedingt mal in der Augenfahrt. Ja, hup jetzt nicht hier rum, Mann. Guck mal, hier fährt wieder der lange, Alter. Ja, komm, fahr. Peter bild hinterher. Boah, Digga. Alex am Limit. Ja, ey, der bleibt einfach mitten in der Ausfahrt und noch keine Kollision außen. Ja, hallo. Achso, hier sind Kollisionen auch gut. Fahr! Nein, da ist das Reparaturding. Bist dran vorbeigefahren, sagst du?
Jetzt habe ich irgendwie eine Strafe bekommen. GG, keine Ahnung wofür. Ja, ich bin am Reparatur-Ding. Bist du irgendwie drauf weggefahren? Ne, ich bin da drin. Ich bin mir jetzt gerade repariert. Achso. Einfach mal durch alle Leute durch. Da sind die ja mit den langen Trailern. Ja, ja. Die machen ihr Gruppenfoto. Ja, fahren wir mal das Prinzip durch. Ah ja. Okay. Beruhigen wir uns jetzt alle erstmal. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. In der nächsten Folge wird's weitergehen. Der Alex steht ja auch irgendwo drin. Ich weiß jetzt gerade nicht wo, aber über. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.